Hallo, Hani hier und willkommen zurück zu Dwarf Fortress. Großes Blutbad und ich sehe gerade Miasma steigt die Treppe hoch. Von unserem toten Berserk. Ich habe keine Ahnung, wo das Zeug jetzt herkommt. Wo kommt das Miasma denn jetzt her? Warte mal, erst einmal muss ich, glaube ich, nein, nicht Z. Ich möchte eigentlich, dass hier drinne alles, was hier rumliegt, nee, das geht ja nicht. Ah, wie war das nochmal? Mit den Allow und Forbid. Das ist ja nur Buddeln. Wo war das? Nee, so nicht, ne? Das für alles einzeln machen. Was macht's aber? Das macht's jetzt nicht gerade einfach, ne? Nimmt man hier alles mit, gerade vor allem die Eisenbolzen. Kaufst bringen sie hoffentlich selber weg. Weiß auch nicht, räumen sie die Käfige auch nachher selber ein? Ja, erstmal gucken, ob sie die Klamotten hier einräumen. Und ob sie zumindest ihre Pfeile und so wiederholen, das wäre ja wichtig. Ist jetzt ja jetzt, gerade für die Pfeile wäre, also Bolzen wäre es ja schade, weil die haben ja auch Material gekostet und ein paar Maces und Schilde und so weiter. Das sind ja erstmal Speer, okay, ist auch gut. Kann man nachher gut für die Pfeilen und so weiter nutzen. Ein paar von den Klamotten sind ja auch heile. Brauchen die Zwerge nicht mal ganz so nackt rumlaufen. Muss ich den jetzt auch? Nein, sind das Pfeile? Warum liegt da ein Zepter? Das sind wohl nur kaputte Pfeile. Wir gucken mal, was jetzt passiert. Also ob jetzt irgendwie Leute losstürmen. Gut. Zwei. Und doch noch ein paar mehr. Voller Elan durch das Miasma. Aha. Da liegt noch was. Rotten, Mangel. Keine Ahnung. Es liegt da. Man kann es de-dumpen. Hier, Müll. Schmeiß weg den Scheiß. Liegt hier noch irgendwas von irgendwem? Rotten, Mangel. Da liegen noch irgendwelche verrotteten Sachen von unserem Berserker rum. Ja, kein Wunder, dass da Miasma kommt. Räumt die Sachen weg. Ja, jetzt werden die alle mies gelaunt, weil sie alle durchs Miasma stiefeln dürfen. Räumt die verrottenden Körperteile weg. Das geht ja gar nicht. Ah. Na gut. So, was haben wir jetzt eigentlich? Welche Jahreszeit? Wir haben Herbst, bald Winter. Ah, schade. 1, 2, 3.
Was wollte ich jetzt sagen? Habe ich vergessen eins. Wir bekommen jetzt im Winter ja nichts und ich brauche ja nicht nur Stoff, ich brauche ja auch Fäden. Und die wollte ich mir jetzt eigentlich von der nächsten Karawane holen. Aber es war ja gerade erst eine da. Da habe ich nicht dran gedacht zu dem Zeitpunkt. So. Und damit das schön aussieht. Oh. Mensch, so. Das ist unsere Mine. Haben unsere Miner jetzt hier was zu tun? Wir haben anscheinend mindestens 5 Stück. Zwischenspeichern, weil jetzt ist Winter. Winter heißt, die Leute müssen jetzt mit dem überleben, was wir denn so haben, weil erst im Frühjahr kommt wieder eine Karawane, aber es ist essensmäßig ja kein Problem. Im Winter kommen, glaube ich, auch relativ selten böse Buben. Das ist auch gut. Was fehlt denn jetzt? Da müssen wir mal kurz überlegen. Gut, Rohstoffe kommen jetzt erstmal wieder, vor allem massig Steine. Wir können jetzt einen Mason wollte ich gerne haben. Quarz, der eine macht so viele Rockquarz, wie er kann. Der Mechanik macht gar nicht. Mason haben wir nur den. Da gibt es aber trotzdem den Task. Und zwar, du machst jetzt Blocks. Und zwar so viele, wie du kannst. Also eigentlich für immer und ewig wirst du jetzt Blöcke erstellen. Wir werden dann auch noch unter BW noch einen zweiten Mason bauen. Der dann sozusagen die anderen Sachen herstellt, die wir denn so bräuchten. Dann haben wir nämlich 2 Masons. So, einer macht nur Blöcke herstellen, weil aus einem Stein werden, glaube ich, 4 Blöcke und ob man jetzt die Großsteine nimmt oder die Blöcke, man braucht die gleiche Anzahl für Gebäude. Das heißt, man kann also statt aus einem Stein eine Tür zu bauen, kann man aus einem Stein 4 Blöcke machen und dann aus jedem Block eine Tür. Also kriegt man dann 4 Türen aus einem Stein. In der Theorie, so habe ich das verstanden. In der Praxis wird es wohl genauso aussehen, weil ich habe auch den Tipp gekriegt, lass den Mason mal Blöcke durchgängig arbeiten und ich bin mir sicher, das war darauf bezogen. So, jetzt ist hier noch etwas und zwar wollte ich jetzt, wenn der Mason erstmal da ist, war das der Mason, der hier die Alt-S? Nee, da machst du nur einen Slab herstellen. Ich wollte aber ja. Das war nicht dort. Das waren die Crafts Workshops, ne? Theoretisch. Alt-S? Okay. Slab engraved, bei den allen nicht. Okay, dann engraved den. Den bekommst du. Den noch nicht. Dann den. Ich stelle die jetzt erstmal her, weil ich glaube, anscheinend brauchen wir die. Aber ich wüsste gar nicht, dass wir so viele verloren haben. Aber es würde mich jetzt wundern, wenn wir jetzt schon so viele Zwerge verloren haben. Aber mach ruhig mal. So, wer putzt dann hier oben das ganze Blut auf? Weiß auch noch keiner, ne? Es sieht schon mal sauberer aus. Anscheinend liegen da noch Leichen rum. Ach, die Kuh. Okay, da ist ein Korps. Dump. Da ist ein Korb. Dump. Tu
Legged Rhino Lizard. Was es hier nicht alles gibt. Das sind irgendwelche Körperteile. Ich schmeiß mal weg hier. Ja. Noch ein Unterschenkel. Na gut, ja. Übrigens ein kompletter Körper, ist in Ordnung. Ja, schmeiß die weg, die Leichen. Brauchen wir nicht. So. Reicht schon, wenn wir unsere eigenen Leichen da so lange haben liegen lassen. Ach, falsche Richtung. So, die sind aber gut zugange, ne? So, alles gut, alles super. Ich wollte noch mal am Essen gucken. Ist immer noch alles super. Apropos nach dem Essen gucken. Kocht denn da auch noch jetzt jemand? In unserer Miasma-Ecke? Ja. Brauchen wir das denn da noch? Weil wir haben doch... Nee, wo haben wir jetzt die Küche hingepackt? Add new task. Butcher dead animal. Mach mal immer das. So, ob du jetzt tote Tiere hast oder nicht. Dafür können wir jetzt ja noch sorgen. Und zwar unter Z, Animals. Wir haben unglaublich viele Hunde. Jetzt natürlich Sache, sind die nach Alter sortiert? Da würde ich nämlich sagen, dass oben ja die Alten sind. Das heißt, ich würde jetzt 4 Weibchen schlachten und 2 Männchen. Wir können ruhig mehr Männchen weghauen, weil wir haben so viele. Oh, viele Rüden braucht auch keiner. Wie viele Rüden haben wir jetzt noch? 1, 2, 3, 4. Reicht. Oh, das heißt, theoretisch wird jetzt erstmal wieder ordentlich geschlachtet. Okay, so. Das Miasma da kann sich immer noch nicht entscheiden. Ist aber nicht schlimm, die essen ja alle jetzt hier unten und machen hier unten auch Party. Da sind auch all die Hunde, die geschlachtet werden müssen. Noch mehr Silber gefunden. Ha, läuft. So, die nächste Frage, die ich mich stelle, ist erst einmal, warum haben wir an all diesen Durchgängen keine Türen? Weil wir auch gar nicht mehr so viele Türen haben. Aber wenn wir... Ich bin ja immer noch, Hauptziel ist ja immer noch, irgendwann mal in die ersten Höhlen vorzudringen. Und da muss ich auch noch gucken, welchen Weg wir dafür am besten dann nehmen. Also wie wir da am besten runterkommen und wie wir es abgesichert kriegen, wenn wir da runter wollen. Weil ich da keine Ahnung von habe. Da sind gar keine Türen. Alles gut. Am besten wäre es halt aus der Mine. So, die Mine selber lässt sich natürlich unglaublich schlecht verteidigen. Außer man sagt jetzt zum Beispiel, ja, wir haben da jetzt die Mine, aber wir nutzen den Weg hier, sichern den irgendwie ab. Und bauen dahinter dann den Weg nach unten. Das klingt eigentlich nach einem Plan. Wie viel Platz haben wir denn nach oben? Noch ein bisschen, okay. Ich überlege gerade, das genauso zu machen wie oben, dass ich die ein bisschen lang führe. Und dann beispielsweise 1, 2. Das funktioniert nicht, das ist nicht, so. Und dass ich dann zum Beispiel jetzt hier sage, so, hier sitzen danach sozusagen auch die Bogenschützen mit hinter.
die, die dann erwarten, wenn der Feind dann von hier hochkommt. Ja, dann dazwischen hier ganz viele Fallen und Floodgates und dann passt das. So wäre jetzt halt die Theorie. Aber die kann ich ja in den nächsten Folgen noch weiter ausarbeiten. Ich bedanke mich jedenfalls erstmal fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Tschüss.